YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, irgendwo und nirgendwo von, sehr interessanter Name, wie war das nochmal? Essa, glaube ich. Aber mit zwei S geschrieben. Das versteht jetzt nicht jeder, aber vielleicht auch mal. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, auf was ich anspiele. Ja, irgendwo und nirgendwo war ich schon, ne? Also, ich war schon mal irgendwo und ich war auch schon mal nirgendwo. Aber auf dieser Map war ich, glaube ich, noch nie. Wir wollen das Tierchen mal starten, einfach. Macht mich neugierig, weil ich auch wissen will, wie hügelig das Ding ist. Er hat gesagt, ist hügelig, ne? Jetzt will ich wissen, wie hügelig das Tierchen ist. Was mir sofort beim Download schon aufgefallen ist, super schnelle Download, weil direkt beim Schrotti, ja? Link packe ich euch auch in die Beschreibung. Nur ich finde fast ein Gig für diese Map einfach zu viel. Ja. Da sind bestimmt noch doppelte Texturen und so weiter und so fort in dem Ordner drin. Aber er hat auch gleich gesagt, Leute, ganz entspannt bleiben, das ist alles noch Beta hier. Ja. Also wir sind mal wieder Beta-Mod-Tester und ich mache das auch gerne. Ich habe schon x Leuten Tipps gegeben oder auch Wünsche geäußert, wie ich es denn jetzt gerne hätte. Zum Beispiel dieser Zaun hier jetzt, ne? Giraffenzaun, ne? Also der Zaun müsste so, ich sag mal so, da wo jetzt der weiße Punkt ist, ne? Da müsste ungefähr Zaunende sein, ne? Das ist so Hüfthöhe, sag ich mal, ne? Ansonsten wäre das ein anderer Zaun, weil ich kann hier fast durchlatschen. Ja gut, ich kann durchlatschen, weil er keine Kohle hat, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Falsch skaliert, ne? Also dieser Zaun, ja, der müsste so hoch sein wie der Lenker vom Roller. Ne? Nur so als Beispiel, als Tipp halt, ne? Wie gesagt, Ordner entmüllen, Zäune richtig skalieren. Ja. Wir finden bestimmt auch noch irgendeine Textur, die wieder keine Mipmaps hat. So wie das immer so der Fall ist, ne? Wir hatten einige auch schon geschrieben. Ja gut, da kann er nichts für. Das ist halt, da gehen die beiden Fototapeten halt aneinander. Ist das wahrscheinlich auch doof, dass ich genau an dieser Stelle stehe hier, wo man das sieht, ne? Überall sieht man das nicht, nur da. Ja, also, macht natürlich gleich Bock, ne? Mir hat die Textur das nicht geschafft. Ist halt so bei manchen. Die Leute, die Objekte bauen, machen das ja auch alles in ihrer Freizeit und so weiter und so fort. Man vertut sich da auch immer schnell, ne? Man denkt immer, man hat ein Spiel gekauft und dann sind alle anderen Sachen, die man so zum Downloaden bekommt, auch von irgendwelchen professionellen Firmen erstellt worden. Nee, das sind Leute wie ihr auch, die den ganzen Tag am Rechner hocken und denen gefiel, was weiß ich, die Standard-Map nicht und dann haben die sich selber eine Map gebaut oder die haben gedacht, auch heute mache ich mal hier so einen Glascontainer, ne? Und dann sieht der halt so aus, ne? Weil sie es halt auch nicht anders können, ne? Was willst du denn machen? Wir sind ja alles ganz normale User. Ne? Keiner macht das professionell, Leute. Schon Träumchen, das Mäppchen, ne? Schönes Wasser hat er gemacht. Sehr schönes Wasser. Gefällt mir total. Was ist das hier für ein Kübel? Das ist ein Bötchen. Das Bötchen ist ein bisschen zu leicht. Das müsste ein bisschen mehr Tiefgang. Ach, das Bötchen hat keine Kollision. Okay. Weiß ich nicht, ob man das hinkriegt, dass das ein bisschen tief... Aber, wie gesagt, pff, ne? Schön, machen wir auch schon mal eine Runde schwimmen. Finde ich geil. Ja, also, total nices Ambiente, ne? Total nice. Also, jetzt weiß ich auch, woher die Größe kommt. Es sind aber auch viele Objekte verbaut. Aber ich denke mal, trotzdem, wenn man jetzt mal richtig daran geht, ich denke, die Hälfte kann man einsparen, garantiert. Nur ist natürlich jetzt auch eine doofe Arbeit, ne? Das ist, weil man sieht es ja nachher nicht, also nicht wirklich, ne? Da sitzt ein Typ. Schönen guten Tag. Da hat dir einer die Freundin unterm Arm weggerissen, oder was?
Ach nee, sehr nett. Ja, wir wollen gleich erstmal gucken, wie hügelig das Tierchen ist. Da bin ich ja echt mal gespannt. Ob jetzt alles funktioniert oder so, kann ich in so einem kurzen Video nicht zeigen, ne? Ich wollte halt mal ein bisschen mehr Bilder zeigen als diese neun Bilder oder was das da sind, die man vom Start an hat, ne? Helfer und so könnt ihr auch gleich vergessen. Ja, hier fehlen Mipmaps, ne? Also hier bitte einmal auf die Hecke ein paar Mipmaps machen. Vielleicht auch austauschen gegen eine andere Hecke. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Ich habe das schon gehabt. Da hatte jede Mülltonne hier eine Sichtweite von 1 Million und so. Das müsste man sich halt mal angucken, wie performant das Ganze ist. Wir können mal die FPS-Anzeige anmachen. Aber wenn man zu Fuß unterwegs ist, dann schafft der Rechner das eigentlich immer, die Texturen nachzuladen, ne? Irgendwo hier dieser Zaun ist auch, ja, ist zu groß skaliert, ne? Der Zaun ist, wie gesagt, so, also wenn da solche Latten sind, dann ist der Zaun halt so, da wo der weiße Punkt ist, ne? Dann sind die Latten auch schmaler und anders. Also, wie gesagt, es ist halt so. Achten aber die allerwenigsten achten darauf. Das ist schon eher die richtige Höhe, ne? So in der Höhe ist ein Zaun, der ist nicht viel, der Leuchtpfosten ist auch zu groß. Aber egal. Ja, das ist so, dass, weil man auch keinen, jemand verschätzt sich da halt, ne? Man hat da keinen richtigen Bezug zu, ne? Hier auch, kein Mensch baut einen Zaun aus 4 Zentimeter dicken Brettern, ne? Und das sind doch noch mehr wie 4 Zentimeter hier. Aber wie gesagt, das sind alles nur Tipps, das sind alles so Vorschläge, wie ich es machen würde. Das muss nicht so. Man kann das durchaus so machen, wie das hier ist. Ich würde es anders machen. So, jetzt sind wir genug rumgelatscht. Hier vorne den Weg, den stolpern wir noch hoch. Ah, hier zwischendurch seht ihr, muss er auch zu Fuß Texturen nachladen. Hier hinten noch eine Laterne, okay. Ach, da geht's hier wieder runter. Ich dachte, wir könnten hier den Berg hochlaufen. Oh ne, doch, wir können noch den Berg hochlaufen, alles klar. Ah, oh, latschen wir mal hier rum. Bisschen irgendwelche Geräusche hier. Naja, die Treppe ist dann auch mehr sportlich. Aha. Hier fehlen die Mipmaps. Schön, wirklich schön. Ja, das ist jetzt kein drauf rumgefahren, ist ein drauf rumgelaufen. Nein, wir fahren jetzt auch noch. Komm, ist gut jetzt. Schöne Map. Wirklich, wirklich schöne Map. Naja, ein Ford brauche ich nicht. Ach, guck. Ist da schon der Deutz hier am Start. Machen wir direkt mal das Türchen auf hier. Und wir machen heute auch Überlänge. Ich habe keine Lust, mich hier auf eine Viertelstunde zu beschränken. So. Schöner großer Boxenlaufstall. Und freilaufende Hühner. So, das gibt doch nichts beim Diego. Ihr kennt den Diego. Der fährt alles bereit. Ich habe nichts umgestellt jetzt wieder hier. Weil, wie gesagt, ich bin ja mit euch zusammen auf die Map gegangen. Ey, du warst doch eben noch an der Bushaltestelle, ne? Und jetzt ein anderer. Ja, einmal kurz gucken, wie bergig das Ganze ist. Wir können mal so einen Bodenwinkelchecker mitnehmen. Und wir nehmen auch das Gewicht mit. Weil es da gerade steht. Muss ich jetzt dran gewöhnen, ich habe dieses. Oh, Löcher. Deutz. Warum machst du denn jetzt kurz vorm Ziel so einen Satz nach vorne? Dankeschön. Oh, ich schalte das, glaube ich, gleich wieder um, ey. Nee, aber länger wie 20 Minuten mache ich nicht. Sonst wird das einfach zu widerlich, wenn man sich das angucken muss, ne? Ja, Schlamm hat er verbaut. Da müssen wir mal gucken. Das habe ich jetzt so auch noch nicht gehabt. Ist aber nice hier oben, ne? Also hier oben sind die Mukus, ne? Schön. Also ich hätte schon ein bisschen Bock, die Map zu zocken. Ich brauche im Moment gar keine Map, ne? Ich fand das halt wieder nur so schade, dass wieder nur 9 Bilder waren beim Schrotti. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das. Oh, schön, mit Schlamm hier. Oh. Oh, wirklich nice. Uiuiui. Oh, da fahren wir dann immer direkt nochmal Anlauf hier. Da müssen wir nochmal durch.
Sehr nice. Ah. Damn, ey. Ja, schön, 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 schön. Ich glaube, das hat bis jetzt sonst nur die Kaukasus-Map, ne? Wenn ich mich richtig entsinne. Ich bin da noch einmal drauf rumgehüpft. Hier ist auch im Feld nochmal so ein Matschloch. Junge, 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 Junge. Nice, nice, nice. Ich muss erstmal gucken. Gehören die Felder alle uns schon? Vom Start an? Ja, okay. Felder sind nicht kaufbar, aber durchnummeriert. Falls man jetzt doch mal Multiplayer zocken will. Das heißt, wir haben auch keine Missionen. Naja, gut, bei der Mapgröße ist es verkraftbar. Jetzt sind natürlich alle Felder gegrubbert und ich habe einen verdammten Grubber hinter. Hätte ich den Fluch mitgenommen. Ich wollte einmal einen Bodenwinkelcheck machen. Ne? Aber, ja gut, die Felder könnte man auch von Hand bearbeiten. Wobei, oh, hier den Berg hoch. Ich war gerade kurz im Überlegen, ob man vielleicht sogar mit Oldies hier spielt, aber oh, das geht hier doch ganz schön den Berg hoch. Also wenn man da mal so hochguckt, ne, YouTube. Heieiei, ich weiß nicht. Jetzt müsst ihr erstmal auf der anderen Seite von das Geflüsse kommen hier. So ein richtig geiler Gebirgsbach, der so richtig sich so in das Stein, also ins Material so reingefressen hat. Ja, hier bei der Brücke fehlen die Mipmaps. Einmal öffnen, DDS speichern unter, Mipmaps generieren, Haken reinmachen und gut ist. Nie wieder Flackerei. Entlastet auch das System. Ne? Das System mag das. Das funktioniert bei allem, außer bei den Original-Giants-Früchten. Da funktioniert das nicht. Da habt ihr nachher Laserpointer. Warum auch immer. Beim Gras funktioniert es, beim Weizen und so funktioniert es nicht. Ah. Ach, man kann hier... Oh, Schilder kann man umheizen. Oh, oh, oh. Hier ist der... Oh, der Tunnel ist real. Hä? Okay, sollen wir durch den Tunnel fahren, YouTube? Fahren wir durch den Tunnel. Ein Tunnel muss man eigentlich hupen, ne? Aber bringt hier jetzt nichts. Sehr, also das Ambiente. Oh! Oh, Hilfe! Hilfe! Hoffentlich kriegen Jungs das hin da vorne. Dramatisch. Dramatische Szenen, YouTube. Oh, da vorne Bienenstöcke. Habt ihr gesehen, ne? Oh, hier geht nochmal so eine Straße drunter her. Ey, jetzt habe ich den Bodenwinkelchecker mit und kann keine Bodenwinkelcheckern. Was soll denn das? Ah, sehr schöne Map, ey. Sehr, sehr schöne Map. Verdammt, und alle Felder gegrubbert. Ich raste aus. Oh. Da ist jetzt die Frage. Also, das müsst ihr mir sagen. Also, ich habe ja so eine kleine Zuschauergemeinde und Frage an euch, Stammzuseher quasi. Soll ich die Map zocken oder soll ich die Map nicht zocken? Also mir, also ich brauche im Moment keine Map. Ich habe genug Maps. Mir ist sie zu steil hier. Ne? Das ist mir zu bergig eigentlich. Also eigentlich möchte ich sie nicht zocken. Obwohl das sehr schade ist, weil sie ist sehr schön. Eigentlich ist es, eigentlich muss man sie zocken. Eigentlich ist es Pflicht. Das Schlimme ist, oh, geil, 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 geil. Das Schlimme ist ja, ich kann ja auch nicht sagen, ich warte mal auf eine Beta. Ja? Ich brauche nicht auf eine fucking Beta warten. Oder, was heißt eine bessere Beta? Ich warte auf die nächste Version, also V1 oder was weiß ich, oder 05. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind in der Beta. Das Terrain wird sich nicht ändern, ne? Es wird eine bergige Map bleiben, ne? Weil sie halt so konstruiert ist, als eine bergige Map. Aber wirklich schön, ey. Das ist so richtig... Ja, da fühlt man sich richtig zu Hause hier. Na gut, also bei mir sieht es anders aus, aber... Also es ist wirklich sehr, sehr lebendig, ne? Das ist nichts hier Legoland hier. Ich habe mal mit dem großen Giants Modellbaukasten mal eine Map gebaut. Das ist richtig schön geworden. Sehr aufwendig gemacht. Och, da fehlt eine Ladde und ach, herrlich.
So, jetzt schnappe ich mir einmal den. Oh. Das ist der BGA, oder was? Wo ist denn mein. Wo ist denn mein Silo? Bunker hier mit Dach finde ich mal nice. Wo ist denn mein Silo? Oh, und. Oder ist das hier der Gülleverkauf? Weil er hat gesagt, Gülle und Mist wird man auch an der BGA los. Normalerweise bekommt man da ja Gärreste. Ah, da sind Silos. Okay, okay. Nicht gleich gefunden. Zwei Stück, das ist immer gut. Dann kann man eins, hat man dann am Gären und eins kann man dann wieder vorbereiten schon mal. Das ist immer gut, wenn es zwei sind. Ach, und dann kann man hier vorne hoch. Okay, ey, das hier ist so deutsche Reifenstapel. Ich will hier unordentliche Haufen haben. Ah, hier müsste man nochmal das Terrain ein bisschen angleichen. Sisyphus-Arbeit, sage ich nur. Ja, das hätte mich eigentlich nochmal interessieren. Ob man hier mit dem Anhänger was reinpüddeln kann oder ob das hier der Mistverkauf ist. Also von der Textur her würde ich sagen, das ist der Mistverkauf. Nobody knows. Nein, man müsste einfach mal die Beschreibung lesen. Ne? Wir nehmen mal einmal kurz den Fluch. Ich muss einmal kurz einen Bodenwinkelcheck machen. Und dann ist aber auch genug YouTube. Wie gesagt, wenn ihr den Diego noch öfter hier sehen wollt, müsst ihr das in den Kommentaren schreiben. Die ist also, ich denke, schon spielbar. Ne? Wir fahren mal hier rückwärts. Oh, nein, wir fahren doch nicht rückwärts. Wir fahren vorwärts, YouTube. Ich habe gerade ganz runter. Ah, mit dem Schlamm, ey. Ich will einmal kurz nur einen Bodenwinkelcheck machen. Also ich will wissen, ob er mehr Bodenwinkel verbaut hat. Weil ich mag das gar nicht, ne? Also diese übertriebenen Bodenwinkel mag ich überhaupt null, ne? So. Sind wir schon auf dem Acker hier? Was sind wir hier? Das ist ein schöner Winkel. Helfer! Sehr schön. Richtet sich aus auf 270 Grad. Das heißt, er hat nicht übertrieben viele Bodenwinkel verbaut. Man kann hier also auch mit Helfer arbeiten, sofern es denn die Felder zulassen. Also man kann hier schon mit Helfer arbeiten. Die Felder sind zwar nicht so ganz quadratisch praktisch, aber hier kann man mit Sicherheit auch einiges an Arbeit mit dem Helfer erledigen. Zu groß ist die Map auch nicht. Also ich könnte sie zocken, wenn ihr das möchtet. Ich finde es auf jeden Fall super, dass er überhaupt die Map zur Verfügung gestellt hat, auch wenn sie noch Beta ist. Da kann man mit Sicherheit noch einiges draus machen. Und ich freue mich, dass ich hier drauf rumfahren durfte. Und ja, vielleicht gibt es ja noch mal mehr. Diego ist draußen und sagt, habt euch lieb.